ist so gut wie niemand. Es ist 2 Uhr nachts, als zwei vermummte und bewaffnete Männer eine Tankstelle in Senden bei Coesfeld stürmen. Alexandra Janka wollte Getränke nachfüllen, die sogar 2 Schüsse ab. Jetzt fahndet die Polizei mit den Bildern aus der Überwachungskamera nach den Tätern. Sie haben sich maskiert, ganz in Schwarz. Feuert 2 Schüsse ab, um die Kassiererin einzuschüchtern. Der andere Mann brüllt immer wieder Geld.